Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir schauen uns in diesem Video Schritt 2 der objektorientierten Analyse an, in der wir eben die Relationen zwischen den Substantiven, die wir aus Schritt 1 erfasst haben, setzen. Also im Prinzip bringen wir jetzt hier eben über diese Datenerfassung, welches Objekt soll denn jetzt eigentlich welche anderen Objekte referenzieren in seinen Feldern. Genau das wird eben in diesem Schritt 2 gemacht. Und wenn wir uns diesen Text, den wir hier oben verwendet haben, nochmal anschauen, dann sehen wir eben, das Spiel wird auf einem senkrecht stehenden Spielbrett gespielt, in das zwei Spieler abwechselnd ihre Spielsteine fallen lassen. Dann sehe ich schon an diesem ersten Satz, okay, ein Spiel, das basiert wohl, wenn wir uns das genauer anschauen, hier auf einem Spielbrett und auf einem Spieler. Genau deswegen, nachdem ich diesen Satz sondiert habe, habe ich eben gesehen, okay, zu einem Spiel gehören ein Spielbrett und mehrere Spieler. Wir haben dann eben später noch gesehen, Gewinner ist der Spieler, der irgendwie 4 in eine Linie bringt. Und auch das gehört vielleicht meines Erachtens mit zu einem Spiel, dass eben irgendwie ein Spieler ein Gewinner ist. Und nach genau diesem Muster habe ich dann eben hier auch das Spielbrett strukturiert. Also es besteht eben aus 7 Spalten und 6 Reihen. Und der Spieler besitzt eben 21 gleichfarbige Spielsteine. Und ein Spieler kann eben in eine Spalte irgendwie einen Spielstein setzen. Deswegen habe ich auch diese Strukturierung so gemacht, dass eben ein Spielbrett irgendwie aus Reihen und Spalten existiert. Und in irgendwie aber auch aus Plätzen, weil man kann ja auf einen Platz dann einen Spielstein setzen. Und es kann eben sein, dass sich im Spielbrett Spielsteine befinden. Und hier haben wir wiederum eben den Spieler, der auch wiederum Spielsteine hat. Und weiteres gibt uns sozusagen dieser Text nicht zugrunde. Aber in diesem Schritt 2 strukturiert man jetzt eben letztendlich die Referenzen, die man hier in seinen Klassen anwenden möchte. Also wir haben jetzt zum Beispiel, wenn wir wirklich hier eine Klasse Spiel machen möchten, dann hätten wir hier wahrscheinlich irgendwie ein Feld, das wäre eben ein Spielbrett. Und mir geht jetzt wahrscheinlich gerade der Platz aus. Ich zeige das nochmal kurz neu und etwas breiter. Also wenn wir hier die Klasse Spiel haben, dann können wir hier eben ein Private Spielbrett machen und wir haben irgendwie eine Collection an Spieler. Genau so in etwa würde es aussehen. Hier habe ich noch das Semikolon vergessen. So würde ich das dann eben strukturieren und dann gäbe es eben auch noch eine Klasse für Spieler und die haben eben irgendwie Spielsteine und wir haben dann letztendlich auch das Spielbrett, das irgendwie natürlich wahrscheinlich aus einem zweidimensionalen Array existieren muss, aber wir haben auch Reihen und Spalten irgendwie und dann müssen wir uns eben zu einem späteren Zeitpunkt nochmal genau eben überlegen, wie wir eben diese Sachen weiter strukturieren. Aber prinzipiell können wir eben sagen, wir verweisen hier letztendlich, also wir kapseln hier in dieser Spielklasse eben ein Spielbrett. Und wir kapseln hier eben auch die Spieler. So sieht das Ganze aus. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder, wo wir uns eben mit potenziellen Methodenkandidaten beschäftigen für diesen Text. Bis dahin nochmal vielen Dank und bis bald. Bis zum nächsten Video.